Je mehr du trainierst, desto besser wirst du. Aber wie viel besser du wirst pro Training, das hängt von deinem Talent ab. So einfach ist das. Ist wie bei allem anderen. Ne? Je mehr Mathe du lernst, desto besser wirst du in Mathe. Wenn du aber einen IQ von 60 hast, wirst du nie sonderlich gut werden in Mathe. Und jemand mit einem IQ von 100 wird viel schneller lernen, bei gleichem Aufwand. Jemand mit einem IQ von 150 wird nochmal überproportional viel schneller lernen und viel weiter kommen. Auch wenn ich Hochsprung übe, ja, du wirst dann höher springen können als vorher. Aber wenn du nur 80 cm groß bist, wirst du beileibe niemals der beste Hochspringer der Welt sein, denn das sind so dürre Bohnenstangen, die fast 2 Meter groß sind. Ist einfach so. Ja. Wenn du 80 cm groß bist, wirst du auch nie der beste Basketballer der Welt sein. Ist einfach so. Auch wenn du Gewichtheben übst, ja, dann wirst du stärker und so, aber wiederum, wenn du nur 80 cm groß bist und 40 Kilo schwer, wirst du wahrscheinlich nie der beste Kreuzheber der Welt sein. Wenn du von Natur aus, das ist auch das ein Extrembeispiel, okay? Wenn du geboren bist ohne Arme und Beine, wirst du auch in vielen Sportarten schon mal schlechte Karten haben. Kannst du dich noch so sehr anstrengen? Okay, du kannst herausragendes leisten, aber du wirst, Talent spielt eine große Rolle. Und dann sind es kleinere Faktoren beim körperlichen Talent noch. Zum Beispiel, wie viele rote und weiße Muskelfasern hast du von Natur aus? Wenn du viele weiße Muskelfasern hast, wirst du von Natur aus leichter, schneller, stark werden können. Mit vielen roten Muskelfasern wirst du leichter, schneller, viel Ausdauer erreichen können. Und auch die jeweiligen Limite verschieben sich. Mit extrem vielen roten Muskelfasern sind deine Limite in der Kraft und in der Schnelligkeit viel enger gesetzt. Und umgekehrt, wenn du viel weiße Muskelfasern hast, wirst du nie ein hervorragender Marathonläufer sein. Dann hat es eben auch Größe, klein, wie groß deine Hände sind, wie deine Gelenke sind und so weiter. Das hat alles damit zu tun. Und auch die Beschaffenheit deines Gehirns und deines Geistes. Das sind alles Dinge von Talent, mit denen du geboren bist teilweise. Das macht einen riesigen Unterschied beim Ergebnis. Dem muss man sich stellen. Wenn man sich dem nicht stellt, dann hat man nachher viele junge Leute, die glauben, es liegt an ihnen selbst. Sie hätten sich einfach mehr anstrengen müssen. Und viele Leute, die tolle Ergebnisse haben und wir glauben, das ist einfach, weil die sich mehr angestrengt haben. Aber nein, oftmals nicht. Manche hatten einfach mehr Talent. Ha? Ich höre auch nicht auf reiche Leute, weil die einfach manchmal das Geld von Papa geerbt haben. Das haben die nicht, weil die klüger sind. Also, da muss man differenzieren. Es gibt Talent, es gibt Voraussetzungen, die du nicht ändern kannst, wo du keinen Einfluss nehmen kannst, die das Ergebnis beeinflussen.